Willkommen auf meinem Kanal, ich möchte dir heute hier diesen HTZ T150 hier vorstellen. Der kostet hier 8.181 Euro in Anschaffung, Leasing hier 417 Euro. 40 km/h ist er schnell, 315 Liter Tank, 150 PS entsprechen hier 110 kW. Hier haben wir noch einen Eintrag von den LS17, 29 Euro Unterhalt am Tag. Motorsführung haben wir hier jetzt gerade hier drin den SMD60 und da können wir wechseln hier zu den JAMZ 236, da haben wir ja auch einen anderen Kühler drin jetzt für 1500 Euro. Tun wir zurück, sehen wir jetzt hier den, machen wir jetzt mal so, sehen wir jetzt hier den Kühler, den Standard und dann jetzt den anderen, wo wir haben mehr Power. Also wir haben hier dann 170 PS, entsprechend hier 125 kW. Dann kann man hier noch wählen, so her, die Motorverkleidung herunter. Dann haben wir jetzt hier offen, dass wir auch den Lüfter und alles sehen. Dann sehen wir hier uns einen schicken V-Motor. Oder jetzt so. Finde ich, sieht ganz cool aus. Ich denke, wir kaufen mal so her, dass wir haben jetzt zwar nur die 150 PS, aber der Motor, finde ich, sieht irgendwie cooler natürlich aus. Also, da wir das gute Stück schon mal da stehen, starten wir mal hier die Maschinen. Ist echt cool, muss man wirklich sagen. Also, starten wir mal. Hier das Ganze hier funktioniert. Ich habe mich schon vorher mal angeschaut, deswegen sieht man hier auch noch ein bisschen Spuren davon. Ja, im Lok habe ich selber keine Fehler gefunden, aber der Mod selber, jetzt wenn man jetzt im Deck schaut, dann sieht man hier hinten, Aufnahme ist hinten ja zu schmal designt worden. Ich muss mal kurz niesen, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen erkältet. Also jetzt hier hinten die Aufnahme ist ein bisschen schmal, dynamische Schläuche, alles funktionieren, die ganzen Kupplungen funktionieren. Zapfwelle geht jetzt auch dann ran, die dynamischen Schläuche gehen auch ran. Und sind wir jetzt hier, das Ganze auch wieder zu schmal, aber Anschlüsse passen. Sind wir jetzt hier genauso, geht hier unten dran, beim anderen Hänger ist es genau gleich. Nehmen wir mal gleich hier unsere hartmaligen Schlamm, das sieht echt cool aus, natürlich. Innen drin hat er komischerweise ein Lenkrad, normal ist der ja hier mit Hebel gesteuert. Steigen wir mal auf die Bremse, rückwärts, so ja, das ist animiert. Tacho dann auch, Spiegellein funktioniert auch. Aber schön mal hier durch den Schlamm mal durch. Wenn man hier den Schlamm spritzt, schön, passt ganz gut. Dann machen wir gleich mal jetzt hier unsere Lichttest natürlich. Nehmen wir auch gleich hier die Lok, der Mod ist wieder frei. Mal Licht, wir machen keinen da, dann machen wir gleich hier unseren Blinker, auch Schein da, wir müssen niesen wieder, bitte. Ah, die Gatti, ja, Hupe. So, jetzt mal ausschalten. Numbit 5 haben wir hinten. Numbit 6 ist vorne. Ja, bei den russischen Sachen ist es ein bisschen, also verdreht hier das Ganze. Aber ich muss wirklich sagen, es wirkt ein guter Mod. Der ist fehlerfrei. Finde ich so her gesehen auch dann empfehlenswert. Außer natürlich hinten hier
Die Heckhelix-Hydraulik, die ist zu schmal gemacht, die gehört ein bisschen breiter gemacht, angepasst hier an den Landwirtschaftssimulator 2019. Man sieht jetzt hier auch hier vorne, ja, der Lüfter hier oben, komischerweise, das hier ist animiert, das dreht sich jetzt hier im Kreis. Innen drin die Rollen, ja, das hier dreht sich auch schön, finde her so her. Ganz gut das Ganze gemacht natürlich. Wirklich ein schicker Mod. Ja, wenn dir hier das Video natürlich gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du reinschaust. Eben sage ich Servus, bis euch, euer Franz.